Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Heute will ich versuchen, Pet Simulator so schnell durchzuspielen, wie es so geht. Oh, mir wurde gerade eine Trade-Anfrage geschickt. Mal gucken, was du mir bieten kannst. Ich habe einen Dog. Und du so? Dankeschön. Ich nehme die Sand Turtle mit den Dragon. Nein, brauchst du mir nicht geben. Ich habe natürlich schon gute Pets, mit denen ich das Spiel ja gleich durchspielen kann. So, ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Ich gehe kurz in meine Einstellungen, mache Trading aus. So, damit mich die Leute nicht mehr antraden. Gehe hier an die Bank und sehe, oh, ich habe eine Einladung von Roblox Conny. Da muss ich ja mal reingucken. Natürlich akzeptiere ich den Invite. Jetzt bin ich ein Member und... Naja, da kann ich mir doch mal ein paar Pets gönnen. Wie wär's denn hier mit 4 Dark Matter Galaxy Foxen? Die kann ich mir doch einfach mal klauen. Dankeschön. Danke, Conny. Bist der Beste. Wirst es nicht bereuen. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell ich es zu der Kiste da hinten schaffe. Die Aufnahme geht jetzt schon 2 Minuten 11 Sekunden. Das heißt, die kann ich am Ende abziehen. Ah, ich liebe es, wenn man am Anfang richtig schön schnell levelt. Und ich muss in meinen Settings auf jeden Fall Pet Sending auf All stellen. Ah ja, geil. Ich glaube, es ist vollkommen egal, wie viele Coins ich jetzt hier direkt aufsammle. Ich kann welche liegen lassen. Das tut gar nicht zur Sache. Ich beeile mich jetzt einfach hier mal durchzuspielen. Einfach jetzt schon godlike. Jetzt schon 168.000 Diamanten. Perfekt. 228.000 Diamanten. Ey, in meinem letzten Video zu neue Gems Farm Methode habe ich ja gesagt, yo, wenn man sich immer neue Accounts erstellt, die 200.000 Diamanten, die kriegt man richtig schnell zusammen. Alles weitere, dafür müsste man dann noch ein bisschen mehr hustlen. Ich guck mal, wie lange ich hustlen muss. Weil jetzt wollen wir ja das Spiel wirklich durchspielen. Theoretisch könnte ich jetzt Stopp machen und sagen, yo, das Geld zahle ich mir jetzt in die Bank ein, fertig ist. Aber mal gucken, wer das Spiel so schnell wie es geht durchspielt. Und deswegen baue ich jetzt auch die ganze Zeit irgendwas ab, damit ich auch die ganze Zeit ein bisschen auflevel. Ich kann mir auf jeden Fall jetzt schon diese ganzen Eggs leisten. Das hört einfach nicht auf mit. Du kannst dir diese neuen Eggs leisten. Wow. Ich habe doch safe auch schon ein paar Booster bekommen. Gucken wir einmal kurz rein. Wir können mir doch mal so einen Triple Coins Boost, einen Triple Damage Boost reinhauen. Schadet ja nicht. Man wird einfach überschwemmt mit Nachrichten. Ach, wie schön. Schön, in Pet Simulator endlich mal wieder was reißen zu können. Das ist wie in Pet Simulator 1, wenn man OP-Pets bekommt. Man läuft einfach durch. Nur mit dem Unterschied in Pet Simulator 1, da gibt es irgendwie keine Animationen und so. Wenn du deine Pets irgendwo hinschickst, dann teleportieren die sich einfach instant dorthin, weil die viel zu schnell sind. Ich finde schön, dass Preston sich hier immer noch die Mühe gemacht hat, den Pets Movement zu geben. Ich meine, in Pet Simulator 1 haben die theoretisch auch Movement. Aber ab einer bestimmten Pet-Stärke sind die so schnell, man sieht das Movement nicht mehr. Die teleportieren sich einfach einem hinterher. So, und diesmal werden wir auch die Fantasy World so weit skippen, wie es geht. Weil wir brauchen nur 7,5 Milliarden Fantasy Coins, um in die Tech World zu kommen. Und viel mehr werde ich jetzt auch nicht farmen wollen. So, sammeln wir noch ein bisschen was von da hinten ein. Ja, Mann, ich habe noch einen Triple Coins Boost. Ich bin jetzt schon Hacker. Ich habe 350.000. Okay, na gut, man muss mir lassen, das letzte Mal, als ich das hier gemacht habe, da habe ich nicht wie ein Verrückter die ganze Zeit Coins abgebaut, sondern irgendwie immer nur ein Pile pro Ding. Das macht wahrscheinlich dann doch schon wieder einen Unterschied. Na gut. So. Jetzt können wir die Kiste hier noch abbauen. Hier dieses Geschenk. Die Gifts brauchen ja auch immer eine Menge. Ach, wie schön. Aber Lootbags habe ich noch keine bekommen, weil die Pets einfach zu overpowered sind. Und Preston supportet das ja nicht, dass man mit OP-Pets Lootbags farmt. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht wenigstens irgendwann mal die Lootbags bekommt. Wenn es doch genauso ist wie in meiner letzten Aufnahme, dann werde ich mein Lootbag wahrscheinlich bekommen, sobald ich bei der Grand Heaven Chest bin, aber zu der werde ich gar nicht erst hingehen. So, jetzt muss ich warten, bis die Sachen hier runterfallen. Above the Clouds, completed, perfekt. Bisschen was einsammeln. Ich brauche 7,5 Milliarden. Na, das dauert ein bisschen mit den Coins, die ich hier habe. Vielleicht muss ich doch in die Welt da hinten gehen. Hier vielleicht mal so eine Kiste hier einsammeln. Das bringt mir dann nicht... Ah, gerade mal so eine Million. Okay, ich muss dann doch nach da hinten. Sonst bringt mir das nichts. Sonst wird hier raus nichts. Sonst kriege ich nicht genug Fantasy-Coins zusammen. Ich will ja so schnell durchspielen, wie es geht. So, die Aufnahme dauert jetzt schon 6 Minuten. Davon 2 Minuten abgezogen. 4 Minuten und ich bin bei der Heaven's Island. Ich bin nicht bei der Heaven's Island. Ich muss weiter farmen. Oh mein Gott. Beim letzten Mal ging das doch viel schneller, oder? Okay, ich müsste auch vielleicht mal anfangen, die Sachen aufzusammeln, die ich hier farme. Aber aufsammeln ist so anstrengend. Wieso tust du mir das an? So, komm. Please, please, gib mir jetzt endlich genug Coins. Wie viele Coins hat es jetzt nochmal gekostet? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt einfach nochmal nach, ob ich da rein kann. Ich bin so langsam. Hätte ich einen Hoverboard Game Pass, könnte ich so viel schneller durchspielen. 150 Millionen. Hä? Wie habe ich denn beim letzten Mal die ganzen Fantasy Coins zusammenbekommen? Ich verstehe das gerade nicht. Ich habe sogar einen Triple Coins Boost drin. Ich mache doch alles genauso wie beim letzten Mal. Oder habe ich beim letzten Mal hier so lange gefarmt? Kann doch gar nicht sein.
Okay, hier war ein Giant Present. Meint ihr, das Giant Present hat mir so viel gegeben? Das gibt doch eigentlich nur Diamonds aus, oder nicht? Na gut, muss ich wohl ein bisschen weiter farmen. Hä? Kann ich mal... Ich muss mir gleich nochmal mein letztes Video anschauen, in dem ich als Noob durchgespielt habe, um zu gucken, wie viele Fantasy-Coins oder wie schnell ich da Fantasy-Coins bekommen habe. Warum dauert denn das jetzt so lang? Mache ich irgendwas falsch, Leute? Ich hab da hinten einmal enchanted, aber das macht ja wohl keinen Unterschied, oder? Okay, es macht, glaube ich, keinen Sinn, hier zu farmen. Ich kann einfach nicht in die nächste Stage skippen und ich kann meine Pets nicht mehr woran setzen. Die machen nicht mehr. Ah, jetzt. Es kostet mich 150 Millionen, das habe ich nicht. Dann gehe ich 66 Millionen... 18 Millionen, dann gehe ich jetzt zu Candy Island, dann muss ich das jetzt so machen. Ist nicht wahr, oder? So, jetzt hier ein bisschen schneller farmen. Jetzt haben wir 12 Millionen. Komm, die 66 Millionen, die kriegen wir noch zusammen. Hä? Aber wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Könnt ihr mir das verraten? Ich verstehe das nicht. Warum dauert das jetzt so lange? Hat Preston schon... Ich meine, es gab wieder ein Update. Aber hat Preston das so hart zurückgebalanced, dass die Pets nichts mehr bringen? Das ist ja richtig schade. Oder habe ich beim letzten Mal einfach nur richtig viel Glück gehabt? Irgendwas richtig Krasses abgebaut oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, Presents-Farben hat immer am meisten gebracht. Deswegen werde ich auch mal versuchen, auf die Presents zu gehen. Auf die Safes zu gehen. Weil da kommt ja immer eine Menge raus aus dem Safe. So. Das Present hier, dann noch den Safe, die Piles, die Münzen, das Present, die Münzen. Oh Gott, ich dachte, ich wäre viel schneller hiermit fertig. So, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich genug. Ich mache mir jetzt auf den Weg zurück, um mir die Hell Island zu holen. Farm währenddessen noch so viel ich kann. Dude, warum dauert das so lange? Ich verstehe es nicht. Wo ist denn das Portal? Da hinten ist das Portal, okay. Ja, ich hätte sogar fast genug für Hell Island, aber für die Dings Island, aber nur fast. Fast ist nicht genug. So, 666.666.066. Yeah. So, 4 Minuten habe ich jetzt hierfür gefarmt. Gehen wir zu Hell Island hin. So, jetzt habe ich hiervon genug. So, perfekt. Die Hell Island hat sich schon mal gelohnt. Warte mal, ich glaube, ich kriege jetzt sogar schon genug zusammen durch die Hell Island allein. Dann mache ich das jetzt, dann mache ich das jetzt. Wer braucht denn die Heavens Island, wenn ich hier jetzt Hell Island Chests farmen kann? Machen wir. Easy. Ja, Mann. Ich gehe gerade so ab. Das ist gerade so ein Erlebnis für mich. Okay. Und jetzt gehe ich auf Teleport. Glacier. Kaufen für 12,5 Diamonds. 12.500 Diamonds. Teleportieren wir uns hin. Und wir kaufen uns das. 7,5 Milliarden. Genau. Richtig viel. Oh, ich habe so viel Zeit verloren. Einfach nur, weil ich nicht in die Candy Island wollte. Ah, hier farmen bringt mir erstmal nichts an diesem Present. Das spuckt jetzt nichts aus. Ich gehe einfach direkt durch. Ah, 455.000. Na gut, immerhin. Immerhin. Ach, die sammeln ja auch noch für mich ein, die Pets. Gut. Er hat ein Pack Magnet. So, jetzt kann ich Dark Tech Area erforden und was nicht alles. Weiter farmen, weiter farmen. Durch, los geht's. Wir müssen richtig hart jetzt farmen, damit ich bis zur letzten Kiste komme. Weil ich weiß, die letzte Kiste, die letzte Tür da hinten, die kostet eine Menge. Das kriege ich nicht so leicht zusammen mit diesen Pets. Also muss ich jetzt so viel farmen, wie ich jetzt schon farmen kann. Dann sagt er und lässt die ganzen Kisten links und rechts liegen. Aber ich darf auch keine Zeit verlieren beim geradeaus durchlaufen. Weil wenn ich hierbei Zeit verliere, habe ich auch nichts gewonnen. Ich muss halt schnell vorankommen, weil dann kommen auch die Piles, die ein bisschen mehr bringen. So, jetzt habe ich schon mal 1 Million. Das ist erstmal tamam. Damit kann ich leben. Ich stehe hier einfach nur und klick, 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 klick die ganze Zeit. Abbauen, 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 los! Wir müssen reich werden. Die Area, die brauche ich nicht kaufen. Die ist nicht relevant, um zum Schluss zu kommen. Warte mal, ich habe nur 8,7 Millionen. Die Pets wurden schlechter gemacht. Ich schwöre es euch. Warum muss ich denn jetzt schon wieder anfangen zu farmen? Die haben wirklich die Pets schlechter gemacht. Oder ich habe einfach nur Pech, dass ich nicht genug Saves finde. Und beim letzten Mal so viele Saves hatte. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. So. Und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt doch da hinten abbaue, meine Pets haben ja Magnets. Also kann ich mir das erlauben. Wenn ich jetzt meine Pets darüber sende, dann heben sie ein bisschen was auf von dem, was auf dem Weg liegt. Mir fehlt immer noch was. Ich brauche doch 8 Millionen. Ich dachte 5 Millionen. Warum kann ich mir nicht einfach mal für 5 Sekunden eine Zahl merken? So, kann mir die Alien Lab Area leisten. Perfekt. Und hier brauche ich 62 Millionen. Jetzt lass mal ein paar Saves fallen. Ich glaube, ich bin einfach nur auf einem schlechten Server dafür. Schlechte Bedingungen und so. Oh, und das erste Mal, dass ich Lootbags bekomme. Ja, ich kann mir das Lab-Egg leisten. Ich will mir das Lab-Egg nicht leisten. Aber hey, jetzt habe ich 71 Millionen? Wie schnell geht denn das auf einmal wieder? Was habe ich eben abgebaut? Ich weiß es nicht. Habe ich ein Safe abgebaut? Macht das so einen Unterschied, wenn ich ein Safe abbaue? I guess. Oder liegt es an dieser Kiste? Habe ich ein Present abgebaut? Ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall genug für die nächste Area. Und hier sind mal wieder keine Safes. Warum können hier nicht einfach ein paar Safes stehen? Please. Stell doch mal ein paar Safes hin, damit ich mehr farmen kann. Das ist eine Crate, das ist eine Crate. Geil. Crates sind immer gut. Aber man muss auch die kleinen Coins abbauen, damit die Saves auch irgendwann mal runterfallen. So. 250 Millionen. Komm, ich krieg das hin, ich krieg das hin.
Wenn ich jetzt genug hier abbaue, wenn ich die Area komplett leer farme, dann habe ich's bald. Ich krieg das hin. Preston hat einfach nur ein bisschen was gebalanced und jetzt ist der Grind überall gleich. Ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin mit dem Farmen hier. Talalala. Ich farme den ganzen Tag. Die Aufnahme dauert jetzt schon 16 Minuten 10. Das heißt, ich bin 14 Minuten drin und bin schon in der vorletzten Area. Ich habe es fast geschafft. In 14 Minuten durchspielen, das wäre doch mal was. Das Video schneide ich natürlich ein bisschen kürzer, aber momentan bin ich bei 14 Minuten. So, weiter farmen, tralala, lalala. Ah, ich wünschte, ich hätte eine Huge Cat, dann wärst du viel schneller. Oder so ein Pegasus, das wär's doch. Meint ihr, ich hätte schneller farmen können mit schlechteren Pets, die dafür aber auch Lootbags droppen? Das wäre auch mal eine Überlegung wert, oder? Weil jetzt kriege ich ab und zu mal Lootbags, die bringen schon ein bisschen was. Ach ja. Ja, Mann, Crates 3 completed. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben es bald, wir haben es bald. Weil jetzt, wo ich so viel Coins abgebaut habe, kommen jetzt auch ein paar Kisten. Und die Kisten, die droppen jetzt mehr. Das ist gut. Ich krieg's hin. Ich schaff das sehr bald. Please, 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 please. Ein paar Presents, ein paar Piles, ein paar Kisten, ein paar Lootbags. Wir haben es bald. Und wie viele Coins hier rumliegen, die ich alle nicht aufsammle, einfach nur, weil ich nicht genug Orbs Reach habe. Vielleicht hat es sich auch gelohnt, Orbs Reach doch zu kaufen. Aber ich möchte ungerne Gems ausgeben, unnötig. Dass ich den Teleport kaufe, das tut mir schon weh. So. Oh ja, die Kiste abbauen, die lohnt sich hoffentlich. Jetzt habe ich 800 Millionen. Oh, ich brauche so viel noch. Ich brauche das, was ich habe, mal 3. Sogar mal 4, glaube ich. Nein, nicht mal 4. Also ein bisschen mehr als mal 3. Obwohl, nee, ich habe 880. Ich brauche es mal 3. Kommt schon, meine Pets. Sammelt alles ein, was ihr finden könnt. Hier liegen wieder Coins rum. Die blöden Coins. Hört auf, Coins runterfallen zu lassen. Hey, ich will keine Coins. Ich will Kisten. Ich will Safes. Ich will Crates haben. Ich will Geschenke haben. Gib mir Geschenke zum Abbauen. Meinetwegen auch Diamond Piles. Aber keine blöden Coins. Jeder Coin, der runterfällt, der sorgt dafür, dass ich länger brauche. So. Ah, wie viele Tech Coins hätte ich, wenn ich jetzt alle, die hier liegen, aufsammeln würde? Ich meine, hier liegen so viele. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei manchen einfach schon ihr Handy qualmen würde, wenn so viele Tech Coins irgendwo rumliegen. Weil das ist dann schon rechenleistungsintensiv. Na gut, laufen wir hier jetzt nochmal runter. Wir haben es doch bald, komm. Den Lootbag nehme ich noch mit. Oh, die Lootbags dann nehme ich auch mit. Den Lootbag dann nehme ich auch mit. Die Crate hier nehme ich mit. Ja, Mann. Das wird was. Wir haben es bald. Ich habe die Hälfte. Ich habe die Hälfte, Leute. Yay, Ops 5 completed. Was habe ich dafür bekommen? Kann ich nicht mal für Ops 5 ein paar Tech Coins bekommen? Das wäre doch mal eine Idee. Wenn ich jetzt nicht dadurch Zeit verlieren würde, würde ich mir Achievements angucken. Gucken, für welches Achievement ich ein paar Tech Coins bekommen würde. Vielleicht gibt's da ja was. Ja, vielleicht gibt's auch nichts. Wer weiß. Komm schon. Wir haben's bald, wir haben's bald, wir haben's bald. Es geht hoch. Ich habe jetzt schon 2 Milliarden. Ich brauche nur noch eine halbe Milliarde. Seht ihr, wie schnell das jetzt geht? Weil hier schon so viel rumliegt, dass ich alles aufsammeln kann. Ich muss nur alles aufsammeln. Ein paar Presents wieder mitfarmen. Ein paar Crates einsammeln. Ein paar Coin-Piles. So. Fast, wir haben es fast, wir haben es fast. Leute, wir haben es fast. Noch einmal hier zur Wand, dann zurück und dann haben wir genug. Dann haben wir genug. Es sei denn, es kommen jetzt keine Kisten mehr runter. Das würde mich natürlich zerstören, wenn keine Kisten mehr runterkommen würden. Und es kommen nur noch Coin-Piles. Ich sende meine Pets mal nach da hinten. Und ich habe genug. Ich habe genug. Die Pets sammeln ein bisschen was auf. Ich kaufe die Area und ich habe es durchgespielt. Okay, als ob, genau. Ich habe genau 20 Minuten und eine Sekunde gebraucht. Okay, 20 Minuten und eine Sekunde. Oi, okay, 20 Minuten und eine Sekunde, um zu der Giant Alien Chest zu kommen. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch mal was. Ha. Boah, vor der Aufnahme habe ich noch gedacht, ich schaffe das vielleicht in 14 Minuten, aber ich habe es nicht in 14 Minuten geschafft. Und wieder hinten die ganzen Tech Coins jetzt aufploppen, die ich alle nicht aufgesammelt habe. Oh Gott. So, ihr könnt ja auch mal auf einem zweiten Account versuchen, Pet Simulator so schnell durchzuspielen, wie es geht. Schreibt mir, wenn ihr das macht, schreibt mir mal in die Kommentare, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Ich denke, 20 Minuten ist eine richtig gute Zeit, aber als ob ich genau 20 Minuten und eine Sekunde gebraucht habe. Mich würde jetzt auch interessieren, Roblox Victor hat das ja auch mal gemacht. Wie lange hat der denn gebraucht? Weil wenn ich schneller als Victor geschafft habe, dann ist das wirklich Rekordzeit. Mein Triple Coins Boost ist weg. Yeah! Stimmt, ich habe sogar mit Triple Coins Boost gefarmt und habe trotzdem so lange gebraucht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Beim letzten Mal habe ich keinen Triple Coins Boost gehabt und war viel, viel schneller. Preston hat auf jeden Fall die guten Pets genervt. Ja gut, das Spiel ist durch. Was man daran sieht, dass ich alle Eier habe. Ich schieße mich zurück in die Spawnwelt und kann jetzt hier bei der Spawnwelt, das habe ich bei dem letzten Video vergessen zu machen, Rank Rewards
einsammeln. Nee, kann ich doch nicht. Das geht erst in 4 Stunden und 40 Minuten. Das bedeutet, nachdem man den Rank bekommen hat, muss man trotzdem... Okay, dann habe ich es beim letzten Mal doch nicht gemacht. Ich konnte es einfach noch nicht machen. Preston gibt einen 5 Stunden Zeit, nachdem man seinen ersten Rank-Reward bekommen hat. Na gut, schade. Aber dann werde ich einfach mal meine Pets zurück in die Bank packen. So, Roblox Connys Bank. Deposit. Depositen wir einfach mal diese Pets hier. Dazu dann auch noch die 389.531 Diamonds. Ich habe gerade wieder durch Glittering mehr dazu bekommen, aber ist egal. So, weil die Pets, die brauche ich ja noch für meinen Hauptaccount. Und Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!